Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Origins mit mir, der Emmy. Und wir haben beim letzten Mal Schattenreißer, die Herrin des Waldes, gesehen. Wir hatten uns unterhalten mit Zessrien und er lebte zu lange und somit hat er sich selbst und die Herrin geopfert und den Fluch der Werwölfe aufgehoben. Sie sind nun Menschen. Und alles ist wieder gut. Jetzt haben wir allerdings hier noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Einmal der Schatz des Magiers. Ne, den haben wir. Ne, Moment, das hier. Finde den Schatz des Magiers. Du hast drei der Gegenstände gefunden, die der Magier aus dem Winter im Wald versteckt hatte. Fehlt noch einer. Da gehen wir, und dann hier die Halle. Da müssen wir aber erst aufsteigen. Und wir gehen jetzt erstmal zu diesem Grabstein, weil da war ja auf jeden Fall noch was, genau, da oben. Das erledigen wir noch. Die Halle können wir nicht. Die Halle können wir leider nicht machen, weil ich immer noch dieses Überlebensdingen nicht habe. Ja? Leider. So. Hier ist der Grabstein. Den machen wir jetzt. Dies ist der Grabstein eines Generals aus Tevinter. Die Grabinschrift macht deutlich, dass sein Geist zurückgeblieben ist, um über etwas zu wachen. Den Grabstein bewegen. Yay! Erstmal einen Überblick verschaffen. Da oben ist ein Wiedergänger. Leute. Natürlich! Was soll das bitte? Okay, wartet mal. So, pass mal auf. Hier, die werden wir jetzt erstmal... Und, wartet mal. Und ihn, kann ich das mal so... So. Ihn werden wir jetzt... Genau. Zermalmendes Gefängnis kriegt er auch noch. Das Problem ist halt eben... Upsala. Er wird sich gleich wieder bewegen. Er zieht jetzt jemanden und das werde ich sein, natürlich. Aber ich kann ihn wieder einfrieren. So, es ist jetzt wirklich nur noch er. Ja, dann kann ich hier auch auf den hier warten. So, jetzt. Sehr gut. Und los, Leute, kommt. Jawohl. Yes. Jetzt haben wir aber keinen Platz mehr. So Mist, habe ich ja ganz vergessen. Ja. Den Helm. Dolch. Ja, weg. Den Helm. Und jetzt haben wir die Quest absolviert. Ja, absolviert haben wir sie. Was bedeutet, wir haben im Wald jetzt nur noch diese Halle. In Denrim haben wir ganz viele. Ganz, ganz viele. Das müssen wir noch liefere die Nachrichten der Wettschütze mal 5 vermummten Kurieren in Denrim ab. Ja, machen wir auch noch. Kann er sehen? Ja, hier, das ist auch Denrim. Die Gefährtenquest Lilianas Vergangenheit ist auch Denrim. Zirkel der Magie, Wächter der Mündung. Ein tiefes Grollen signalisiert die Deaktivierung alter Schutzmechanismen. Irgendwas in den untersten Ebenen des Turms ist nun frei. Ich glaube, wir müssen dann doch nochmal zum Turm. In den untersten Ebenen, vielleicht in dem Keller. Gemeinschaft der Magier, Orte der Macht, finde und... Achso, das ist jetzt in Denrim ist auch noch. Entlassungsschreiben. 2 von ihnen sind in Denrim. Also ihr seht, einige können wir abgeben und der Rest ist definitiv in Denrim. So, hier auch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal zurückkehren zu... Kommen wir hier lang? Nein. Aber hier unten können wir lang. So. Jetzt gehen wir zu den Dalish. Und die haben ja nicht um... Moment. Die haben ja nicht umsonst
eine neue Hüterin. Ja, mit der haben wir ja auch schon geredet. Und deshalb werden wir die jetzt ansprechen. Weil eine andere würde mir jetzt nicht einfallen. Warte mal, wo muss ich denn jetzt lang? Nee, Moment, hier ist noch was. Große Eiche? Wir müssen noch mal zur großen Eiche, Leute. Okay, wir gehen jetzt noch mal zur großen Eiche. Why? Warum? Das verstehe ich aber nicht. Wir hatten die Quest doch erledigt. Warum sollen wir jetzt noch mal zu ihr gehen? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber dann speichere ich noch mal. Seid erneut gegrüßt, sterbliches Kind. Ihr treibt durch den Wald wie ein Blatt im Wind. Okay, es ist ein Anzeigefehler. Alles klar. Ich wollte nämlich sagen, die Quest hatten wir ja schon gemacht und die steht auch nirgends mehr. Okay, dann ist es ein Anzeigefehler. Dann gehen wir jetzt nämlich einfach weiter. Boah, meine Nase juckt. Sorry. Es ist trotzdem schön hier, ne? Muss man ja einfach mal gesagt haben. Es ist trotzdem schön hier. Aber ich bin jetzt auch froh, wenn wir endlich nach Denneron können. Da bin ich jetzt dann auch sehr, sehr froh drum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig gehe. Ja. Jetzt gehen wir hier richtig. So. Aber selbstverständlich. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Wir brauchen auf jeden Fall Truppen. Es ist vollbracht. Die Essenz des Wolfsherzens hat jede Spur des verfluchten Blutes in den Jägern vernichtet. Es ist traurig, dass Zethrian sterben musste. Ich habe es gespürt, als er von uns ging. Ich glaube, er war bereit zu gehen. Sollen wir ihn als Helden dastehen lassen? Ja, komm. Er ist als Held gestorben, Lenaya. Es wird schwierig werden, in Zethrians Fußstapfen zu treten. Er war jahrhundertelang unser Hüter und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Aber jetzt bin ich die Hüterin. Also lasst es mich offiziell aussprechen. Hiermit schwöre ich, dass wir uns an die Bedingungen des alten Vertrages halten werden, den unser Volk mit den Grauen Wächtern geschlossen hat. Ruft und wir werden kommen. Schnell und ohne zu zögern werden wir zu euch eilen und über eure Feinde herfallen. Das schwöre ich. Ich danke euch, Lenaya. Es ist lange her, seit die Dalish zuletzt in den Krieg gezogen sind. Aber ich bin sicher, dass wir euch eine große Hilfe sein können. Absolut, absolut. Codex nochmal. Hüter Zethrian. Hier. Ich weiß nicht, ob die Geschichte anders verlaufen wäre. Ja, natürlich. Guck mal hier. Emmy. Super. So, ist hier noch was mit ihr zu reden? Beten wir zu den Schöpfern, Lethalin. Großer Vater. Genau. Vergib uns unseren Anteil. Wir könnten jetzt hier... Nee, ich werde jetzt... So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich weiß, ich hätte gesagt, wir gehen nach Denneron. Gehen wir auch, aber ich will jetzt erstmal ins Lager. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Ab ins Lager. Puh, das war eine Reise, sage ich euch. Achso, und wie immer, Hintergrundgeräusche können auftreten. So, ins Lager. Da sind wir. Wir reden jetzt nochmal... Ne, Moment. Wir machen das erstmal so. Wir haben jetzt hier Waffen. Ganz viele Waffen. Wobei, Alistair hat eine gute... Es ist vielleicht Stan, eine Haupthand. Wo sieht man hier? 13 hat er jetzt im Moment. Nee. Und Orgrin ja auch. Ringe, genau. Ringe können wir verteilen, aber... Ja, Orgrin. Zauberresistenz, Geisterzauberresistenz. Resistenz. Das wäre eventuell dann doch was für Win. Da, die hat nämlich auch noch keine. Hier, guck mal.
1 Rüstung, Schüleramulett, aber vielleicht ist das besser für sie. Wir geben ihr das. So, Konstitution. Das ist nur Geistschaden. Sie hat jetzt den, nee, sie hat jetzt 2 Magie. Das lassen wir ihr. Alice, da gucken wir nochmal. Er hat ja Ringe. Er hat Ringe. Liliana, sie hat auch. Hab ich eigentlich? Ich hab auch. Dann geben wir den Win. Weil die haben wir ja immer dabei. Ne? Also wenn jemand erst jetzt reingeschaltet hat in diesem ganzen Game, dann guckt euch von ganz vorne, braucht ihr jetzt auch nicht gucken, wenn ihr keinen Bock habt, aber ich habe alle einmal mitgehabt. Den Hund ganz, ganz am Anfang und jeden so einmal. Aber mit der Gruppe bin ich halt eben am liebsten unterwegs. So. Der hat ansonsten, die Ringe sind nur so zum Verkauf. Der hat noch kein Zauberresistenz. Dann kriegt der. Ja, komm. Ja, wartet mal. So, ich musste mich wieder jucken. So. Der hat ein Amulett. Die hat auch ein Amulett. Ja. Blutmagier. Ich würde sie gerne zur Blutmagierin machen, aber ich habe es noch nicht freigeschaltet. Und ich weiß, vielleicht in Denerim, dass sich da einiges freischaltet von allein. Genauso wie mit Rüstung. Wir könnten ihm jetzt die Molochenrüstung geben. Ne, will er nicht. Geben wir die, hier Ogren. Ja. Genau. 9. Okay. Hier ist Stan. Genau. Kalens Beine. Ne, er hat jetzt bessere. So, jetzt gucken wir nochmal nach. Erstmal Liliana. So, 1,50 hat sie jetzt. Ne, das ist okay. Ne. Sie hat gute. So, er hat 1,16. Oh, die sind besser. Die sind besser. Morrigan. Ja, ist egal. Aber die sind ein bisschen besser. So. So, Win. 1,50 wäre wieder mal besser. Hier, nee. Er ist besser. So. Achso, Handschuhe. 1,33 hat sie jetzt dann natürlich besser. Plus Feuerschaden, plus Geistschaden gibt es hier noch. Moment. Was ist eigentlich mit mir? Elektrizitätsschaden kann ich eigentlich lassen. Wobei, ja doch. Alles gut. Was habe ich für ich habe gute Stiefel. Oh Gott. Ist der Zauberer? Nee. So, ich würde sagen, achso. Wir geben nochmal Andrastes Segen. Geben wir jetzt Liliana. Ich glaube, das war Liliana. Oh, wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Schriftrolle, Goldgriffen. Vielleicht ist das Win. Oh, wundervoll. Onyx. Onyx-Statue ist, glaube ich, Alistair. Ist das für mich? Silbermedaillon kann ich geben, wen ich will. Wen habe ich denn noch, der noch was braucht? Ogryn. Ja, das kann ich zahlen. Weil das nicht für ihn war. Ja, das kann ich zahlen. Ja, das sieht nett aus. Bemalte Himmelskugel ist für Stan, das weiß ich.
glaube ich. Ich danke euch. Okay. Hirschlederhandschuhe. Das ist Severin, glaube ich. Den haben wir noch nicht gehabt, ne? Ja, der hat hier auch... Handschuhe? Ja. Ihr gebt mir Handschuhe? Wozu? Ich dachte, sie könnten euch vielleicht gefallen. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Es ist nur... Moment. Sie sind Dalish, nicht wahr? Meine Mutter war eine Dalish und hatte ein ganz ähnliches Paar. Das Leder war dünner und sie hatten mehr Stickereien. Aber sonst sind diese hier sehr ähnlich und wirklich schön. Gern geschehen. Wirke ich überrascht? Vielleicht bin ich das auch. Dennoch weiß ich zu schätzen, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt. Niemand hat mir je einfach so ein Geschenk gemacht. Danke. Bitte, bitte, bitte. So. Ich verkaufe das jetzt. Verkaufen. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Wie wäre es mit ein paar Ohrringen? Oder... Ach nee, Moment. Moment. Na, auf Wieder... Ich muss erst Dinge abgeben. Und mit dem Letzten hier noch reden. Karen. Ihr seid Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses, Wächter. Die Dalish stehen bereit, um Ferelden zu verteidigen. Benötigt ihr noch etwas? Wir haben uns sehr kurzfristig zusammengefunden. Bestimmte Bereiche unserer Ausrüstung könnten besser sein. Am hilfreichsten für uns wären grundlegende Werkstoffe wie Elfenwurzel und Tiefenpilze. Ja, brauche ich eigentlich selbst. Na schön, Edelsteine für die Zwerge. Malachite abgeben. Und Toppers, ne, war das hier. Geben wir auch ab. Weil, wenn ich das gleich verkaufe, ist es weg. Dalish, Werkstoffe, ja, alle Elfenwurzeln? Das sind ein paar. Naja, egal. Egal. Schon wieder Münzen? Ja gut, ich habe genug, komm hier. So, was haben wir noch? Zirkel. Ja, ja. Wir sind auch so, ne? Wir haben das ja auf leicht stehen. Wir sind auch so gut. Ich frage mich, ob die Münzen auch irgendwann mal alle sind. Oder ob es da immer wieder neue... Ob man immer wieder neue... Komm, geben wir nochmal 30. Wir wollen ja, dass die gut ausgestattet sind. Ihr sorgt gut für eure Truppenwächter. Ja, tun wir. Okay. Jetzt können wir verkaufen. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartig. Lasst mich eure Waren sehen. Ich bin mir... Genau, ich habe das Ganze jetzt mal verkürzt. So, was haben wir hier? Ja, Elfenwurzel. Wo hat er die denn? Der hatte doch welche. Todeswurzel. Tiefenpilze. Entweder übersehe ich das jetzt gerade... Ne, hier, alles. So. Alles weg. Alles weg jetzt. Komm. Kein Bock jetzt hier, mich da noch mit zu befassen, wenn ich ehrlich bin. Ich will jetzt gleich nach Denim. Und wenn da noch was ist, was wir gebrauchen können, dann kaufen wir uns das. Wir haben genug Kohle. So, Feuerpfeile. Den Eichenast. Sollen wir den nochmal behalten? Ach, wir hätten das... Wir geben das halt eben entweder Win oder Morrigan. Ansonsten der eine Spannhandschuhe, genau. Ach, das ist jetzt alles erstmal weg. Guck mal, 3 Stück davon. So, Lederhandschuhe. Mühsal, genau. Wir haben ja ein bisschen hin und her gemacht. Ne? Ich will jetzt auch nicht zu doll die Folge damit verplempern. Dass wir wieder mal alles verkaufen und umrüsten und so. Beim Schneiden merke ich, dass das immer so blöd ist. Aber manche mögen das, ne? Manche gucken sich das an dann. Die finden das dann toll. Bürgerliche Kleidung kann weg. Ja, das kann alles weg.
Ach, jetzt habe ich das, den Seelentrinker und so. Egal, Blutring, komm. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, da mir noch wer weiß was. Aufzuheben. Dokumente. Wahrscheinlich könnte ich Shale auch besser ausrüsten. Oh, Drachenschuppe bleibt. Buch bleibt. Bleibt das auch erstmal noch? Ja, und Werwolf. Fell, komm. Wir wissen ja, wo es ist. So. Jetzt haben wir nur noch 18 Sachen. Geht. Können wir mit leben, oder? Genau, und das Ganze machen wir jetzt so. Und jetzt reden wir. Wir gehen jetzt einfach noch in die Runde und reden und wir fangen mit Liliana an. Ich habe darüber nachgedacht, was den Elfen widerfahren ist. Und es erinnert mich an ein Lied, das ich vor vielen Jahren gehört habe. Es war, als meine Mutter starb, war da diese weise Elfin. Sie tröstete mich und sagte, wir sollten den Tod weder fürchten noch hassen. Der Tod ist nur ein neuer Anfang. Eines Tages müssen wir alle unsere sterbliche Hülle verlassen, damit unser Geist in Freiheit fliegen kann. Das ist tröstlich. Ich halte es für ein wunderbares Bild. Es bringt den Trauernden Frieden und Hoffnung. Ach ja, stimmt, sie singt es. Boah, wunderschön. Ich möchte diese Stimmung jetzt gar nicht vermiesen mit meinem Gelaber. Aber das ist schön, war das. Und das macht das Ganze irgendwie aus. Wir reden jetzt aber weiter. Kann ich euch irgendwie helfen? Mehr ist da nicht. Okay. Ich dachte, da wäre noch irgendwas. Stan. Ich war im Irrtum. Was meint ihr? Ihr seid eine Soldatin, die es wert ist, gemeinsam mit dem Beresar zu kämpfen. Bei unserer ersten Begegnung war ich anderer Meinung. Vielen Dank. Gern geschehen. Der Tag wird kommen, an dem der Arishok uns hierher schickt. An diesem Tag werde ich nicht versuchen, euch auf dem Schlachtfeld zu finden. Das ist doch schon mal nett.
Ihr denkt, die Kunari werden den Forellen einfangen? Wenn Fallen? Die Zeit gekommen ist, es gibt keinen Grund, das weiter zu vertiefen. Okay. Wir sollten weitergehen. Gut, sprecht. Dann schlage ich vor, dass wir weitergehen. Lass uns gehen. Wie ihr wünscht. Okay, wir gehen jetzt alle nochmal ab. Mir ist aufgefallen, dass ich... Entschuldigt, das fällt mir nicht leicht. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht besonders freundlich war, seit es mich wieder erweckt hat. Ich nehme an, ihr habt eure Gründe dafür. Mir ist bewusst geworden, dass es gut zu mir war. Dass ihr gut zu mir wart. Obwohl ihr keinen Kontrollstab hattet, um meinen Gehorsam einzufordern. Ich hatte noch nie... Deshalb weiß ich nicht, wie ich euch danken soll. Dafür, dass ihr das seid, was ihr seid. Ihr wisst schon. Eine Freundin? Genau das. Ich bin euch gefolgt, um Antworten auf meine Fragen zu finden. Aber ich glaube, ich habe etwas Besseres gefunden. Es ist gut, euch bei uns zu haben. Lasst uns nun nie wieder über diesen unangenehmen Moment der Verbundenheit sprechen. Zurück auf die Straße. Okay. Ich höre zu. Okay, sie hat da nun nichts mehr. Süß. Also im Prinzip haben wir jetzt nur noch Freunde fast. Wisst ihr eigentlich, dass ihr schon seit Stunden nur noch grinst? Wirklich? Genauer gesagt, seit ihr und dieser Tölpel Alistair das letzte Mal Blicke ausgetauscht habt. Ja. Er muss gut im Bett sein, denn ein Gespräch mit ihm hält doch niemand aus, der nur halbwegs bei Sinnen ist. Ich liebe ihn, müsst ihr wissen. Dann seid ihr wirklich zu bedauern. Es ist unangenehm, euch beide zusammen zu sehen, aber wenigstens lenkt euch das von unserem Problem ab. Nur zu. Vor allen Dingen unserem Problem. Ich wusste, dass sie dagegen ist. Vielleicht hat sie auch so ein kleines bisschen selbst, Bock. Was liegt an? Okay, das ist schon gut. Jeder hat so ein bisschen was zu sagen, aber nicht viel. Das finde ich in Ordnung. Finde ich okay. Braucht ihr etwas, meine Liebe? Oh, er hat also nichts. Was sagt ihr? Würdet ihr mir ein paar Fragen beantworten? Gewiss. Was haltet ihr von den Dalish? Ich weiß so gut wie nichts über die Dalish. Nur, dass meine Mutter eine war. Oder gewesen sein soll. Sie hatte sich in einen elfischen Holzfäller verliebt, verließ deshalb endgültig ihren Clan und folgte ihm in die Stadt. Dort starb der Holzfäller an irgendeiner schlimmen Krankheit und meine Mutter musste sich verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Die älteste Geschichte, die es gibt. War der Holzfäller euer Vater? Woher soll ich das wissen? Meine Mutter war eine Dirne, wie ihr nun wisst. Keiner der anderen Elfenjungs im Bordell kannte seinen Vater. Das war nichts Ungewöhnliches. Ich kannte natürlich auch meine Mutter nicht. Sie starb bei meiner Geburt. Mein erstes Opfer, sozusagen. Die Huren haben uns gemeinsam erzogen. Es war kein schlechtes Leben, von gelegentlichen Prügeln einmal abgesehen, bis ich schließlich an die Krähen verkauft wurde. Angeblich habe ich einen guten Preis eingebracht. Und dennoch seid ihr erstaunlich frohgemut, wenn ihr davon sprecht. Es hätte alles viel schlimmer sein können. Ihr wollt gar nicht wissen, was aus den anderen Jungs im Bordell wurde, die nicht für gutes Geld an die Krähen verkauft wurden. Nein, ich habe es ganz gut getroffen. Eure Vergangenheit war sicher auch nicht idyllisch.
Leute wie wir entstammen nun mal keinem glücklichen und zufriedenen Leben. Das könnt ihr laut sagen. Es geht darum, dass die Dalish-Herkunft meiner Mutter mich immer fasziniert hat. In all den Jahren der Ausbildung bei den Krähen hatte ich von meiner Mutter nur ein paar Handschuhe. Von Dalish gefertigt und wunderschön. Ich musste sie verstecken, weil der Besitz solcher Dinge verboten war. Am Ende wurden sie entdeckt und ich habe sie nie wieder gesehen. Aber was haltet ihr ganz allgemein von den Dalish? Ich habe dazu keine Meinung. Natürlich wurde in der Stadt von ihnen gemunkelt, selbst in Antiva. Ich wollte sogar mal fliehen und mich ihnen anschließen. Die Wirklichkeit unterschied sich jedoch völlig von den Träumen, die ich als Junge beim Betrachten der Handschuhe gehabt hatte. Aber so ist das Leben. Kommt, genug von den Dalish. Gehen wir weiter. Nochmal? Was sagt ihr? Gewiss. Gucken wir mal, ob er noch Fragen hat. Lass uns weitergehen. Wir gucken aber nochmal, weil... Was sagt ich ihr? Hab, er hatte doch noch keine Aufgabe für uns, ich oder? Ich bin bereit. Ach, vergesst es. Eigentlich, wir hatten noch seine Aufgabe noch gar nicht, oder? Jetzt haben wir nur noch zwei, Orgrin. Hey. Ja? Ich kann es immer noch. Moment. Nennt ihr das etwa einen Erfolg? Seid ihr sicher? Habt ihr nicht zugesehen? Sie konnte sich kaum noch zurückhalten. Also kann ich mich ruhig ein wenig ausruhen, solange ich noch die Gelegenheit dazu habe. Können wir gehen? Also nur mal kurze Erklärung. Er redet jetzt von dieser Felsi, die alte Liebe, die er hatte. Das ist genau die Folge, die mir abhandengekommen war. Und danach die Folgen wusste ich ja noch nichts davon, weil ich erst aufgenommen habe und dann erst geschnitten habe. Und somit konnte ich das zu spät erst sehen. Und davon redet er jetzt gerade. Weil die Zwerge haben eine andere Art, miteinander umzugehen. Und zwar haben die sich beschimpft. Und wir hätten jetzt gedacht, das wäre, ja, total in die Hose gegangen, aber für ihn war das ein voller Erfolg. Ja, so ungefähr. Ich würde gerne mehr über euch erfahren. Worüber genau? Ja, das hatten wir also schon. In Ordnung. Ei. Also okay, gut. Das war's also bei ihm. Sie unterhält sich jetzt wahrscheinlich mit uns nochmal über Anarin, weil die Aufgabe haben wir ja erfüllt. Vielen Dank. Gern geschehen. Ihr habt mich zu Anarin geführt. Ihr seid hartnäckig geblieben, obschon ich glaubte, die Suche würde in einer Sackgasse enden. Ich habe gerne geholfen. Ich werde euch das nie angemessen vergüten können. Anarin gefunden zu haben, bedeutet, dass ich dieses Kapitel meines Lebens abschließen kann. Ich fühle mich frei. Eine große Last ist von mir abgefallen. Dieser Augenblick ist wie der kurz vor jedem Sonnenaufgang, wenn die ganze Welt still ist und in Erwartung des ersten Lichtstrahls den Atem anhält. Ich muss nicht mehr an die Vergangenheit denken und kann in die Zukunft blicken. Danke. Dafür werde ich euch ewig dankbar sein. Das ist doch schön. Habt ihr über Anarins Worte nachgedacht? Sie sind voller Weisheit. Ihr seid eine Magierin und vielleicht genau das, was der Zirkel am dringendsten benötigt. Ich bin ein grauer Wächter. Aber ihr habt den Zirkel nie wirklich verlassen, anders als Anarin. Euer Leben als grauer Wächter ließ euch in andere Länder reisen, weiter entfernt als die meisten Magier je gewesen sind. Ihr habt die Welt gesehen, hattet mit Königen und Lords zu tun, mit Templern und Abtrünnigen. Ihr habt von allen Gutes wie Böses erfahren. Ihr könntet diese Erfahrungen in den Zirkel einbringen und ihn mit eurem Wissen verbessern. Es würde sicher dauern, aber es wäre machbar. Ich denke darüber nach. Ich werde nicht mehr erleben, wie der Zirkel stärker und strahlender neu erstehen wird. Diesen Traum nehme ich mit ins Grab. Für euch muss es kein Traum bleiben. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und trotzdem müssen wir erstmal gucken. So, wir gehen jetzt nochmal nach Bruno und dann ab nach Denrim. Bruno wedelt mit dem Schwanz und sieht Stan an. Ja,
Es ist gut, mein Schwert wieder bei mir zu haben. Ich nenne es Asala, die Seele. Es wurde aus seltenem Blaustahl geschmiedet und hat mir Jahre... Ja, du kannst verstehen, wie es ist, eine Waffe zu haben, die ein Teil von einem ist. Das können nur wenige. Wir hätten, glaube ich, auch Bruno, also unseren Hund, suchen lassen können nach dem Schwert, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, möchte nichts Falsches sagen, aber ich meine, es könnte sein. So, wir streicheln ihn nochmal. Genau, so. Und jetzt ab nach Denerim. Wir haben jetzt mit ihm gequatscht hier. Jetzt aber. Und zwar nehmen wir ihn mit. Sie. In der Tat. Und Win. Ja. Und jetzt ist es soweit. Jetzt machen wir... Wir haben wahrscheinlich eine Zwischensequenz. Frequenz, wie auch immer. Ist für mich alles das Gleiche. Nee, doch nicht. Das war strikt. So, jetzt sind wir hier und wir sehen schon... Denerim. Ja. Wenn Zeit bleibt, würde ich gerne nach Marjolaine suchen. Ja, das werden wir auch tun. Ist noch eine Rechnung offen. Mhm, werden wir auch tun. Und hier haben wir auch direkt, wie man sieht, unsere erste Aufgabe. Und dann werden wir uns hier definitiv umgucken und dann geht auch die Hauptstory weiter. Also alles hängt jetzt von diesem Ort hier ab. Also der Rest, der jetzt noch kommt, alles andere haben wir erledigt und ich freue mich schon mega darauf. Es wird aber lange dauern, hier ist sehr viel zu tun, das weiß ich jetzt noch. Also ich sag mal so, ich danke fürs Zuschauen, denn den Rest werden wir in der nächsten Folge machen. Und ja, ich danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.